Och nee, immer diese einsamen Entscheidungen. Geht's dir auch so? Jeden Tag aufs Neue? Gucken wir gemeinsam, wie politische Entscheidungen in demokratischen Systemen zustande kommen und legen wir dabei unseren heutigen Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Demokratietypen. Auf die Plätze, fertig, los! Wir unterscheiden zwischen Konkurrenzdemokratie bzw. Mehrheitsdemokratie und Konkordanzdemokratie bzw. Konsensdemokratie. Starten wir mit der Konkurrenz bzw. Mehrheitsdemokratie. Die Entscheidungsfindung in einer Konkurrenzdemokratie wird per Mehrheitsentscheid erreicht. Deshalb wird manchmal auch von Mehrheitsdemokratie gesprochen. Klassischerweise konkurrieren zwei große Parteien um Wählerstimmen. Die Parteien streben durch die Gunst der Wähler die Stellung der Abgeordnetenmehrheit an, wodurch sie über Gesetze entscheiden und eventuell die Regierung wählen können. Eine Partei kann die Mehrheit im Parlament erringen. Das Parlament genießt nicht nur legislative Befugnisse, es ist auch dem Verfassungsgericht übergeordnet und Verfassungsänderungen werden mit einfacher Mehrheit erzielt. Zusätzlich stellt die Mehrheitspartei je nach Regierungsform die Regierung. Auch gegen die größten Widerstände in der oppositionellen Minderheit werden aufgrund der Mehrheit Entscheidungen gefällt. Üblicherweise herrscht ein Einkammersystem, wobei es nur ein Parlament gibt. Der Staat ist also in der Regel unitarisch und nicht föderalistisch organisiert. Das heißt, dass er zentral verwaltet wird. Länder gibt es als politische Größen nicht, sodass keine nationale Ländervertretung notwendig ist. Damit jedoch die Minderheit nicht ständig durch Unruhen das politische System gefährdet, gibt es einige Voraussetzungen für eine Konkurrenzdemokratie. Gesellschaftliche Konflikte zwischen religiösen und ethnischen Gruppen sollten nicht den politischen Wettbewerb beeinflussen. Die Minderheit sollte in der Lage sein, bei der nächsten Wahl die Mehrheit zu stellen. Optimal findet so bei jeder Wahl ein Regierungswechsel statt. Die Konkurrenzdemokratie weist vor allem entlang der Handlungsmöglichkeiten enorme Vorteile auf. Entscheidungen können von Regierungen schnell gefällt werden und der Handlungsspielraum ist groß, sodass trotz unterschiedlicher Standpunkte effiziente Politikergebnisse erreicht werden können. Der Bürger hat bei der Wahl klare Auswahlalternativen. Die konkurrierenden Parteien grenzen sich deutlich voneinander ab. Die Nachteile betreffen vor allem die Repräsentation und die Stabilität des Systems. Politikwechsel nach einer Legislaturperiode können tiefgreifende politische Veränderungen mitbringen, sodass das System geringere Kontinuität mitbringt. Die Mehrheit ist gegenüber der Minderheit sehr dominant, auch wenn diese nur eine knappe Mehrheit bei der Wählergunst hat. Ein breiter Teil der Wählerschaft bleibt unberücksichtigt. So, kommen wir nun zur Konkordanz- bzw. Konsensdemokratie. In Gesellschaften mit ethnischen oder religiösen Spannungen empfiehlt sich eher die Konkordanz- oder Konsensdemokratie, sodass bei Mehrheitsentscheidungen die größere Gruppe die Minderheit nicht unterdrückt. Zentral bei der Entscheidungsfindung sind Verhandlungen und Kompromisse, die einen möglichst hohen Grad an Übereinstimmung zwischen den Gruppen herstellen. Dabei gibt es formalisierte Verfahrens- und Proporzregeln, die die Beteiligung der Minderheitengruppen sicherstellen. Alle Gruppen, die am Entscheidungsprozess beteiligt sind, besitzen ein Vetorecht, wodurch alle Interessen berücksichtigt werden. Die Entscheidung muss also im Konsens getroffen werden, sodass auch von einer Konsensdemokratie gesprochen wird. Verfassungsänderungen bedürfen meist nicht nur einer einfachen Mehrheit, sondern einer qualifizierten bzw. Zweidrittelmehrheit. Dieses Konsenssystem befördert ein Vielparteiensystem und üblicherweise wird ein Verhältniswahlrecht angewendet. Gerade dezentrale bzw. föderalistische Staaten neigen zu diesem Demokratietypus, um einen Zusammenhalt der einzelnen föderalen Einheiten zu gewährleisten.
Daher gibt es in der Regel ein Zweikammersystem. Das Parlament steht mit der Regierung in einer Machtbalance. Häufig ist die Regierung sogar direkt abhängig vom Parlament. Die Regierung besteht oftmals aus einer Mehrparteienkoalition. Die Konkordanzdemokratie weist vor allem Stärken hinsichtlich der Repräsentanz und Kontinuität auf. Die Mehrheit ist nicht zu dominant, sodass auch Minderheitenmeinungen repräsentiert werden. Der Entscheidungsprozess ist integrativer, wodurch er an Legitimität gewinnt. Gleichzeitig ist nach Wahlen kein extremer Kurswechsel zu erwarten, wenn eine Partei die Mehrheit verliert, da sie weiterhin bei der Entscheidung beteiligt ist. Die Politik gewinnt an Kontinuität. Die Nachteile entfalten sich entlang der politischen Handlungsspielräume und der Reformfähigkeit. Das System ist eher träge. Die Entscheidungsfindung dauert nicht nur länger, die Kompromissnotwendigkeit beraubt Reformen ihrer Qualität, da sie nicht weitreichend genug sind. Mangelnder politischer Wandel kann für Unzufriedenheit in der Bevölkerung sorgen, weil ein Machtzirkel wahrgenommen wird. Das Wichtigste zur politischen Entscheidungsfindung in Demokratien nochmals in Kurzform für dich. Die Konkurrenz- bzw. Mehrheitsdemokratie ist besonders durch die Entscheidungs- und politische Handlungsfähigkeit gekennzeichnet. Politische Wechsel und Reformen sind wesentlich häufiger zu beobachten. Die Vorteile liegen darin, dass das System flexibler ist und auf Krisen adäquater reagieren kann, ohne seine Stabilität zu verlieren. Das System ist aber nicht repräsentativ und integrativ. Minderheitsmeinungen finden keine Beachtung und die Machtbefugnisse der Mehrheit sind allumfassend. Daher bietet sich bei einer sehr heterogenen Gesellschaft eher die Konkordanz- bzw. Konsensdemokratie an. Die Entscheidungsprozesse sind integrativer und alle Gruppen werden mit einbezogen. Zwar ist die Repräsentation gewährleistet, jedoch ist die politische Elite wesentlich langsamer bei der Entscheidungsfindung aufgrund der Notwendigkeit von Kompromissen. Wirkliche politische Wandel sind hier eher die Ausnahme. Die Demokratietypen sagen also sehr viel über eine Gesellschaft aus. Du möchtest die Form des demokratischen Regierens kennenlernen? Kein Problem! Tippe oder klicke hier links. Du kannst auch gerne unsere große Politik-Playlist abchecken. Also Abo dalassen und bis gleich! Ciao!